Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Scum im Voucher und mit unserem Böbler. Schön, dass ihr da seid. Muss euch kurz eine Info an die Hand geben. Es ist passiert. Nach dem Ausloggen habe ich den blauen Rucksack, der am Auto lag, nicht eingeräumt. Ihr wisst, was passiert, wenn man bei Scum sowas macht. Man kommt rein, die Sachen sind weg, also der Rucksack und alles, was drin war. Da waren die Waffen drin, die ich erstmal aussortiert hatte, mit denen ich jetzt so spontan nichts anfangen konnte. Ich bin Gott froh, dass wir zumindest hier im Waffenschrank ein paar Sachen wegsortiert haben. Die sind also noch da, mit denen kann ich auch was machen. Und die Handfeuerwaffe, die war ja im Holster drin. Genau, nur dass ihr die nicht sucht. Ansonsten ein bisschen was habe ich vorbereitet für heute. Ein bisschen wenig Zeit habe ich momentan im Real Life. Das heißt, wir werden heute eine Liste in Anführungszeichen abarbeiten. Ich habe immer ein bisschen was rausgeschrieben. Und alles beginnt damit, richtig, ich erinnere mich, dass ich A, was aus den Kommis umsetzen will. Und wir hatten den Partyhut. Da braucht man nicht warten, bis wir den looten. Den bauen wir uns selber. Bömpi baut sich erstmal sein richtiges Käpple. Weil jetzt kommen wir nämlich so langsam ins Midgame. Und da ist es ganz wichtig, dass der Bömple seinen Hut hat. Ja, da kennt er nichts. Da kennt er nichts, der Guderle. So, die nehme ich mal mit rüber. Um die geht es ja auch ein bisschen. Die wollen wir uns aufbauen. Dann habe ich einen neuen Schalldämpfer. Ne, das Magazin habe ich für die Handfeuerwaffe. Und die Shotgun. Jetzt müssen wir nur gucken, Leute. Ich kenne mich ja mit dem ganzen Zeug noch nicht so aus. Ich will jetzt erstmal versuchen, vielleicht die Shotgun hier mal rüber zu nehmen. Sehr gut. Alles andere, was jetzt hier drin ist, habe ich mal so ein bisschen sortiert. Alles, was wir an Waffen haben oder was zur Munition werden kann, ganz grob schon mal eine Sortierung gemacht, dass wir mal eine Übersicht haben. Das hier ist, glaube ich, muss ich gucken, ist das mein neues Täschle? Nee, das ist das Angeltäschle. Das habe ich einfach mal mit hier reingeschmissen. Und ich habe aber ein neues Bömbi. Bömbi, lass dich mal angucken. Ich bin zurück, meine Freunde. So, es gibt ein neues Täschchen, vielleicht für euch schon mal ganz kurz, und dann gehen wir gleich auf dieses Kommentarthema. Dieses hier wird jetzt mein Maskentäschchen, ne? Jetzt pass mal auf, dass ich das nicht durcheinander bringe. Ich lege das mal kurz hier rüber. Ihr habt nämlich gesagt, da kriege ich doch gar nicht schlecht Geld, wenn ich die Maske baue aus den Augen. Das heißt, zukünftig könnte man dann eventuell die Zombies looten, ja, also Stofffetzen, Gummi und so, das ist alles super billig zu bekommen. Die Augen kriegen wir bei den Zombies. Wir wissen, dass diese 6 Augen nur 60 bringen, ne? 6 Stück brauchst du, und jetzt baue ich die mal, und dann werde ich das beim Händler heute testen, was ich für die Maske bekomme. Und dann kann ich das ja zukünftig mit einsammeln, dann lohnt sich das auch, ne? Und damit wir da eben ein Täschchen haben, da werden wir dann zukünftig einfach die Augen reinschmeißen, wenn wir unterwegs sind. So, naja, die Konsequenz aus dem verlorenen Rucksack ist, wir müssen weiterhin erstmal mit dem hier leben. Und ja, die Waffen sind halt weg. Hier, das habt ihr mir in den Kommis mitgeteilt. Ihr erinnert euch, ich habe gesagt, ich muss mich entscheiden. Will ich das so oder will ich es mit einer Halbmauer oder gar nicht? Und ein paar haben dann geschrieben, na, man kann das schon setzen. Da darf man nicht irritiert sein. Wenn man es so setzt, dann funktioniert es offensichtlich, ne? Das heißt, wir probieren das jetzt gleich mal drüben, dass ich weiß, wie es aussieht. An der Stelle herzlichen Dank. Dann kann ich es ja doch so umsetzen, wie ich es wollte. Wir müssen jetzt allerdings die hier wieder abreißen, weil du musst es so, also erst die Blaupausen setzen und danach aufbauen, ne? Das gucken wir uns jetzt gleich mal an, ob das so funktioniert bei mir. Dann machen wir hier einmal zack. Also zumindest würde ich gerne 2 Stück mal hinsetzen, damit ich sehe, wie es aussieht, ne? Dann machen wir das hier auch weg. Jetzt bin ich gespannt, ob mir dadurch jetzt oben die Decke runterkratzt. Dann muss ich die auch gleich wieder setzen. Nee, das hebt noch. Weil hier kann ich es ja lassen. Das ist eh das Konstrukt zum Hochkommen. Jetzt weiß ich nur nicht mehr genau, wie rum es war. Ich gucke es mir gleich nochmal an. Base Building. Und ich glaube, erst musst du die halbe Mauer setzen. Und dann machst du dieses Ding hier drüber. Nee, andersrum war es. Nee, so auch nicht. Andersrum war es. Destroy, destroy, nochmal rein. Ja, also du setzt erst die Unterstützung. Machen wir mal das und das hier fertig. Dann setze ich gleich mal 2 Stück. So, und dann kannst du die Halbmauer reinzeichnen. Zack, dann wird das Ding rot oben. Da darf man nicht irritiert sein. Und okay, jetzt habe ich es wieder. Ihr kennt das ja, ne? Das ist wieder soweit. Ich brauche dann kurz 3 Baumstämme. Kann ich das Rote auch schon? Ja, das Rote kannst du auch schon. Jetzt brauche ich 2 Baumstämme hierfür. Und hier ist dann der dritte Baumstamm, ne? Ah, ich sag's dir, das hat mich schon ein bisschen geärgert.
Mit dem Rucksack, weil das hätte man nämlich verkaufen können. Ich habe mir nämlich tatsächlich ein bisschen Gedanken gemacht, habe ein bisschen recherchiert. Ihr wisst ja, dass ich mich mit den Waffen nicht so auskenne. Das ist die Verkaufskiste. Ich habe einfach mal ein bisschen nachgeguckt, was habe ich denn da jetzt eigentlich gefunden? Was kann ich denn da drauf machen und was brauche ich dafür? Und das wollte ich mir heute mal angucken. Und dann können wir nämlich nochmal eine Polizei machen, einen Loot-Drop. Dann haben wir nochmal Waffen zusätzlich. Vielleicht findet man noch was, was wir brauchen. Wir können ein bisschen was verkaufen. Ich will in die Muni-Produktion einsteigen, weil wir dadurch, glaube ich, besser Ruhmespunkte bekommt und lauter so Geschichten habe ich jetzt vorzumachen. Deswegen so ein bisschen Midgame-Feeling, ne? Genau, Bömble. Das ist nicht das, was ich wollte. Da sind doch noch welche. Siehst du, einer. Wie jetzt? Jetzt erzähl mal nicht, dass die ganzen Baumstämme schon wieder weg sind. Bömbi? Dann musst du dir deine Axt schnappen. Ich dachte, da wäre noch ein Haufen drin. Ah, das sind doch noch die, da habe ich gesucht. Die habe ich gesucht und da wir jetzt über 80 Kilo sind, kann ich aber die Kiste trotzdem vor mir herschieben, solange ich im Base-Bereich bin. Ne? Sei mal eine Base, ich bin an der Base. So. Wir müssen eh da vorne lang. Also, dann ziehen wir die kurz einmal vor. Ja, schade, manchmal klappt es, dass sie beim Laufen. Ich glaube, wenn er langsamer läuft, geht es besser. Okay, hier geht es nicht. Dass es überhaupt schieben kannst, ist ja schon mal was, ne? So. Das sollten wir jetzt eventuell zumindest das mal kurz testen können. Warte mal, ich stelle mich mal so hin. Eins, zwei, drei. Die würde ich kurz mal mit rübernehmen. Wie komme ich? Doch, doch, die brauchst du schon. Ich muss sie nur auseinanderstückeln. Tolle Geschichten, Leute. Bisschen organisieren noch und dann können wir los. Übrigens habe ich auch eine Keycard gefunden, aber die ist wohl abgelaufen. Frage ist jetzt, muss ich die, kann ich die noch irgendwie verkaufen? Kann ich sie wieder aufladen? Weiß da jemand was? Ansonsten schmeiße ich sie natürlich weg, ne? So, das haben wir. Und so könnte das dann aussehen. Und das muss ich sagen, das feiere ich sehr, dass das doch geht. Da war ich mir nicht sicher, wie ich das sonst anders machen soll, ne? So, du musst, glaube ich, aber bevor du es baust, musst du das machen, sonst geht es wieder nicht, ne? So, was fehlt jetzt noch? Seil. Na gut, Seil müsste ich noch haben. Zwei Seile und einen Baumstamm, aber das kann man ja angezeichnet lassen. Ich wollte es euch nur zeigen, dass ich es A gelesen habe und dass ich es tatsächlich bei mir jetzt auch umsetzen werde. Ja, so wird es ein Bild. Oben kommt dann die Halbmauer drüber. Ich weiß nicht, ob wir noch eine anzeichnen dürfen. Können wir ja mal kurz gucken. Zwei Blueprints, einer wurde dran. Ich glaube, die Halbwand kann ich nicht setzen. Noch müsste ich jetzt noch was fertig bauen. Überhaupt. Ja, aber guck mal, da fehlen jetzt noch zwei Sticks. Das machen wir jetzt noch eben, Leute. Die Kiste, da ist ja noch ein Baum. Den hat es nur weiter runtergebrackt, ne? Warte, ich muss gucken, wo der hin muss. Hier und hier und irgendwo habe ich auch noch die Seile rumfahren. So langsam kommt ja auch ein bisschen Ordnung rein. Es dauert nur eine Weile, weil ich echt nicht die Muße habe, hinzuhocken und das jetzt alles so super zu sortieren, weißt du? Ja, von den Seilen haben wir aber einen Haufen, ey. So. Das haben wir fertig. Das haben wir fertig. Hier fehlen jetzt noch zwei Sticks. Die hole ich mir kurz und dann können wir das noch anzeichnen und dann haben wir ein Bild im Auge. Hoffentlich nicht. Ne, da habe ich es nochmal probiert da hinten. Bambi macht es. Und oben habe ich drei, vier Elemente, konnte ich noch ziehen. So viel Zeit hatte ich, dass wir das Ding mal zukriegen. Und dann geht es ja nur noch ums Aufwerten. Und das wird ja dann Stück für Stück die Arbeit. Ne? So, warte mal, ich nehme mal die Kleinen kurz mit. Die werden ja wahrscheinlich reichen. So, den Partyhut haben wir gemacht. Wandsäule-Kommi-Thema haben wir dann auch schon. Freue ich mich, dass wir das gemeinsam angeguckt haben. So. Und hier kämen dann jetzt eben die Halbmauer hin, die mir so gefällt, die kleine. Die kleine, die kämen dann hier so. Wieso geht denn das jetzt nicht? Doch, das geht schon. Ist nur. Hier geht sie nicht. Was habe ich dann da unten noch? Warum geht sie da unten nicht? Ah, doch, die geht schon. Da geht es jetzt plötzlich auch, oder was? Das habe ich nicht gewusst.
Also nachträglich kannst du dann auf die Ebene, okay, super interessant. So, ja, zumachen brauchst du nicht, hätte ich gleich eine Wand setzen können. Das hier brauche ich nicht. Ja, also das wird funktionieren, Leute. Freue ich mich. Die Geschichte hier. Da machen wir dann halt jetzt wieder Stückles weiter. Weil also, sobald ich wieder ein bisschen Zeit habe, ziehe ich einmal den Laufrand und die Terrasse rum und dann wird es schon. Wir können, es kann nur sein, dass wenn wir es hier rausziehen, obwohl ne, wir haben ja da die Unterstützung, das hebt dann schon. Also das wird gut. Das wird gut. Wir müssen nur noch überlegen, wie genau ich es dann jetzt dann tatsächlich aufwerte, weil wir sind ja nicht darauf angewiesen hier. Da kommt ja niemand. Aber ich würde schon sagen, unten geben wir uns den kompletten Style aus diesem Zement, oben drüber Bricks. Das Dach machen wir uns dann auch schön. Und die Terrassenbordüre mache ich vielleicht aus Holz. Müssen wir mal gucken. So, jetzt pass auf. Muni Craft Werkbank habe ich aufgeschrieben, weil ich halt schon auch ein bisschen in diese Munitionscrafting-Geschichte rein möchte. Eine Werkbank. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir die jemals gebaut haben. Aber man kann eine bauen und die brauchst du dann eben improvisiert. Gab es nicht eine improvisierte Werkbank? Heißt die hier vielleicht Workbench? Ist die bei Basebuilding drin? Werk. Hier. Ich glaube, alles, was du baust an Munition an der improvisierten Werkbank, hat nur 50%. Aber ich will es trotzdem zumindest mal probieren. Frage in die Runde an der Stelle wäre, wenn ich Munition an der Werkbank in der City mache, hat sie dann 100% oder ist eine gecraftete Muni immer, ist die immer von der Haltbarkeit scheiße? Gut, da hätte ich jetzt hier kein Fenster gebraucht, wenn ich es da hinsetze, gell? Dann machen wir es doch so, Wemble. Dann machst du es so. Normalerweise wäre mein Symmetrie-Otto sagt hier, aber durch das, dass wir hier eine Schräge mit haben, würde ich tatsächlich hier auf die Mitte gehen. Dann haben wir links ein bisschen Platz. So, ich habe jetzt keine Ahnung, was die kostet. 10 Bretter, das wäre Holz. Den Akkuschrauber habe ich. Was ist denn das andere? Die zwei Werkzeuge habe ich, glaube ich, Leute. Wir gucken mal geschwind. Geh noch mal kurz an deinen Waffenschrank. Schmeiß mal die hier noch mal rein. Den Helm machst du hier, dann haben wir da ein bisschen mehr Platz gleich. Ich glaube, die Werkzeuge hatte ich, bin mir nur nicht ganz sicher. Also ich meine, wir hatten mal einen Akkuschrauber und dieses, das hier habe ich gemeint, haben wir. Den Akkuschrauber, da kann es sein, dass der noch da drüben drin liegt. Hier sehe ich ihn spontan nicht. Ja, da ist es das, ne, das haben wir sogar zweimal, sehe ich gerade. Die Frage ist dann natürlich, ob es das verbaut, aber ich hatte so einen Akkuschrauber, Leute, ich war. Da ist noch eine Lichtmaschine drin. Hier ist er. Hier ist er tatsächlich. Da haben wir noch Bleiplatten. Vielleicht kriegen wir sogar schon Muni gebaut heute. Dann brauche ich 7 Metallschrott und 10 Bolzen. Ich gucke kurz durch. Ja, machen wir heute so eine. Wir fahren aber noch zum Händler nachher und gucken uns mal die Erweiterung an von den Waffen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Warte mal, ich habe kurze Idee. Wir machen das mal kurz so. Erstmal hier rein, was rein muss. Und dann haben wir nämlich hier auch noch. So, dann bräuchte ich hier draußen noch Bolzen. Und zwei so Dinger. Es zieht eh gerade Wetter auf. Ich überlege gerade, ob ich meine Handlimpel raushol. So, wir gehen nochmal ganz kurz durch. Die nehme ich jetzt auch noch raus. Dann hätten wir hier Bolzen, wenn nicht noch irgendwo welche rumfliegen. Aber wir hatten doch auch eine Kiste mit Zeug. Hier machen wir mal kurz die Handlampe. Dann haben wir mal ein bisschen Licht. Was war hier drin? Offensichtlich nichts. Hier ist ein Haufen Zeugs noch, wo ich noch sortieren muss. Aber ich bin schon eine ganze Ecke weiter. Kann das sein, dass die Kiste, die ich meine, leer ist jetzt? Kann sein, dann muss ich die Bolzen da kurz rausnehmen. Wir machen mal ein bisschen Licht an, aber tu mir einen Gefallen. Nimm sie mal in die Hände. Stell sie mal hier hoch. Ich hoffe, deine Strohhütte brennt dann nicht ab. So, einmal kurz hier draufgestellt, bis das Sendler wieder zurück ist. Ja, ist doch top. Ist doch top, die Mob, die Leute. Die 6 Baumstämme, die besorge ich gleich. Die 10 Nüpsis hier. Ey, da waren noch genau 10 drin, oder was? So. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Und dann warte mal geschwind. Dann haben wir das nämlich draußen auch fertig. Dann kann ich auch wieder ordentlich anzeichnen. Demnächst überlege ich aber, ob ich es in den Einstellungen nicht hochschraube, weißt du? Dann kann ich, glaube ich, auch mehr anzeichnen.
So, mein Bömble, deine Treppe wird fertig. Bumm. Dann brauchst du hier was. Nochmal drei. Ich habe jetzt auch voll Bock, mich ein bisschen da einzufriemeln. Ich bin wirklich kein Also ich habe ja schon ein paar Mal jetzt gesagt, auch, ne, am liebsten nur einen Zweihandhammer und gut ist. Aber ich habe schon Bock, mich ein bisschen in das Thema mehr reinzufuchsen jetzt. So, pass auf, mal eine kleine Blende. Ich hole kurz die Baumstämme, 6 Stück und 10 Bretter. Haben wir nicht gesagt, dass wir die Sachen, die wir das erste Mal machen, immer gemeinsam machen, Leute? Wo sind denn unsere Benzinkanister? Ich habe mir überlegt, wir haben ja die Kettensäge noch gar nicht eingeweiht, ne? Da könnte man doch jetzt mal kurz zusammenründeln machen. Irgendwo müssen die Benzinkanister sein, ich weiß bloß nicht mehr genau. Nimm mal die Kettensäge kurz in die Hand. Alles trinken, prüfen, in die Hände nehmen. Fülle, dann war der andere leer, ne? So, Kettensäge ist gefüllt. Ist jetzt der verbraucht? Nee, ne? Kettensäge ist gefüllt, die Kiste steht parat. Dann machen wir jetzt die erste Geschichte zusammen, Leute. Damit wir das Ding einweihen, wenn wir sie schon haben, oder? Ja, ja, ist gut. Jetzt macht der Baum weg. Ja, ich stehe drauf. Es geht halt richtig schnell, ne? So. Ja, das war's doch schon. Leute, das war's schon. Ich schalte es mal aus, bevor ich es seitlich dranhänge bei mir, weißt du? Bevor es auf den Buckel nimmt. Also das geht nicht. Ja, komm, dann ziehen wir die jetzt vor und dann haben wir doch die Geschichte schon. Muss ich nur noch Bretter machen, aber das ist ja eigentlich auch kein Problem, ne? Beginnen tun wir damit, dass wir 6 Klötze brauchen hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, und jetzt brauche ich die Bretter, ne? Jetzt bin ich mal gespannt. Ich nehme an mindestens 2. Geht es auch mit der Säge? Normal schon, oder? Da schneidet ja geilere Bretter normal, wie wenn das mit dem Ding macht. Jo, genau. Wenn ich überlege, dass ich unten drunter einen Strohboden habe. Ja, Bömbe, ja. Zack und zack. Warte. Jawohl. Ja, guck mal, da wird so Eiskulpturen machen, das weiß ich. So, Leute, das ist doch eine gute Geschichte. Jetzt brauchen wir nur noch... Jetzt brauchen wir nur noch was? Eine Kiste. Eine Kiste. Und die haben wir auch. Ich brauche also auch einen Werkzeugschrank jetzt demnächst. Ne? Da dürfen wir jetzt keine Abstriche mehr machen. Werkzeugschränkle muss sein und ich brauche den Keulerich hier wieder. Wie? Dann mache ich es halt da rein. So, haben wir noch eine Werkzeugkiste irgendwo rumfahren? Mit der Säge könnte ich natürlich auch rangehen ans Fett. Wir hatten noch, letztens haben wir sie noch gesucht, ich weiß nur, ne? Ja, ja, ich weiß. Ich weiß schon, ich weiß schon. Kann auch sein, dass sie im Auto ist. Diese improvisierten, nicht die improvisiert, da, die da. Wie viel haben wir da noch? 2 nur. Das reicht nicht. Hatten wir nicht auch noch eine rote irgendwo rumliegen? Ich weiß gar nicht, wann das passiert ist, dass wir so 40 Millionen Kisten hier schon wieder haben, weißt du? Hier, ziehst du mal rein. Die da habe ich gesucht. Bömbi, bist du heute ein bisschen aggro? Da, zack, haben wir uns eine Werkbank gebaut und das alles ohne, dass ich nochmal weg musste. Krass. So, jetzt haben wir die Werkbank. Jetzt angenommen, ich möchte mir 9 mm herstellen. Dann gehe ich doch normalerweise auf Handwerk, Gegenstände, Munition. Und das ist CE, bedeutet, glaube ich, crafted, ne? Jetzt gebe ich hier mal einen 9. Oh, da gibt es aber verschiedenste Dinger hier. Das hier, 9 x 39. Hier, 9 mm. Wir brauchen Schrott dafür, habe ich schon einstecken, Schießpulver, Bleiplatte und nochmal so Werkzeugskiste. Also die Bleiplatten, wir gucken kurz durch. Vielleicht können wir die erste Muni schon bauen. Aber jetzt natürlich das Problem, wir haben nicht viele Bleiplatten. Schießpulver weiß ich, wo es liegt, das habe ich ja schon wegsortiert. Brauchen wir also auch eine Kiste für Muni und Muni-Herstellungsmaterial. Das hat hier drin nichts zu suchen.
Da ist mein Monk jetzt direkt angegangen. Blei. Ich weiß nicht, wo es ist. Hier ist eine Bleiplatte. Hier ist nochmal eine Werkzeugkiste. Hier kriegen wir Bleiplatten raus, ne? Wenn wir das bolten. Ich weiß nur nicht, ob ich die. Was sind das für Shitwetter heute? Sieht jemand noch mehr? Wir hatten doch letztens irgendwo zwei, drei Bleiplatten. Hier, eins, zwei, drei. Hier ist nochmal der Schrott. Dann brauchen wir 10 waren es, glaube ich, gell? Wir gucken mal rein. Ich nehme mal die 30 hier. So, jetzt bin ich gespannt. So. 9 mm. Sieht aus, als könnte ich sie herstellen. Mache ich mal. Geil. 5 Stück hat er rausgeholt. Und ich glaube, die aktuelle Meta, wie man so schön sagt, also das, mit dem man am besten an Ruhmespunkte kommt, wäre angeblich die Munitions-Crafting-Geschichte. Also die Mats besorgen, die Munition durchbügeln. Da wird man natürlich dann in die City fahren, in der Werkbank, ne? Ich habe jetzt aber nicht das Gefühl, dass es in irgendeiner Form mir was gebracht hat. Das Einzige, was ich jetzt habe, ich habe 30 Muni hergestellt. So, jetzt bräuchte ich wieder Schießpulver. Und Bleiplatten. Das heißt, das sind jetzt die Materialien, die wir zukünftig immer looten. Weißt du, wie ich meine? Jetzt haben wir die erste Muni hergestellt. Ich finde es ziemlich cool, weil das sind ja so Sachen, die musst du ja mal. Sag mal, bei mir wird es dunkel oder was? Ne, ist einfach nur richtiges Dreckswetter. Cool, ich bin happy, dass wir das jetzt gemacht haben. Auch wenn ich wahrscheinlich lieber welche kaufe, die ist, glaube ich, nicht so teuer. Aber guck mal, jetzt haben wir hier sogar schon selbst hergestellte 9 mm, die normalen. Dann haben wir die. Dann haben wir die Leuchtspur und die Panzerbrecher, aber weniger halt, ne? Hier haben wir die 9x39 mm. Ich habe es mal so ein bisschen aufsortiert. Das nächste, was ich jetzt mache, sind die Schränke dann anlegen. Das heißt, wir können die ja schon mal anzeichnen, damit ich da nicht irgendwas anderes vorher mache. So, für mich ist jetzt erstmal wichtig. Das Messer, ja, das brauche ich nicht. Ich schmeiße das jetzt alles mal hier rüber geschwind. Cool, wir haben Muni hergestellt, einfach mal so. Ziemlich cool. Das bleibt jetzt auch erstmal hier. Naja, dann müssen wir das Licht am Auto anmachen. Leute, wir sind mit dem Plan soweit da, dass wir jetzt dann verkaufen und einkaufen können. Jetzt pass auf, nochmal für mich. Die Waffen werde ich zukünftig jetzt mal benutzen wollen und für die möchte ich ein bisschen Aufsätze zum Beispiel kaufen. Ich habe hier mal durchgeguckt, was wir haben, kann ich leider nicht überall benutzen. Wir haben Shotgun-Muni, die brauche ich jetzt aber im Moment noch nicht mitnehmen, weil wir ja erstmal noch die Aufsätze holen wollen. Und 9 mm habe ich ja auch ein bisschen jetzt. So, jetzt kommt der große Waffenfachmann. Aufgeschrieben habe ich viel, ich habe bloß die Knete wahrscheinlich nicht für alles. Will mir es aber mal angucken, ob wir überhaupt Zugriff haben beim Händler, ne? Würde ich sagen, fahr mal rüber. Fahr mal rüber. Tausende habe ich. Dann können wir morgen wahrscheinlich dann gezielt nochmal einen Lootjob machen, nochmal eine Polizei vielleicht. Dann verkaufen wir das ganze Zeug. Wow, Alter, so übel habe ich das Wetter jetzt auch noch nicht gesehen. Krass. So, mein lieber Bömble, ich bin so super stolz auf dich, was du da heute so fabrizierst. Du müsstest was trinken. Mach die mal leer. Eigentlich müsste auch ein Wolfsfleisch noch essen. Hey, guck mal, wie schön die Base jetzt langsam wird, ne? So. Die da muss ich ausmachen. Ausmachen und verstauen. Sonst ist die auch noch weg. Das wäre echt schade. So, warum bin ich jetzt nochmal reingelaufen gerade? Wegen Essen eigentlich, ne? Muss mal kurz gucken, ob ich mir irgendwas kredenzen kann, geschwind. MRE sehe ich nicht. Dann gibt es Träuble, Olivle dazu, die Schokolade oben. Wie schnell das Fleisch vergammelt, gell? Müssen wir das nächste Mal gleich rauskochen. Der Käse hebt dafür länger. So, Leute, die Sonne kommt auch zurück. Na, also, ist doch alles da. Da gehen wir dann als erstes hin, sobald die Waffen aufgerüstet sind. So, schön. Was haben wir heute geschafft? Wir haben uns das Ding angeguckt mit den Mauern hinten. Finde ich sehr gut. Wir haben eine Werkbank gebaut, Munition gecraftet erstmalig. Wir sind jetzt im Bilde darüber, dass ich schon wieder die Dinger vergammelt habe.
und wir haben an der Base ein bisschen weiter gebaut. Das ist eine super Geschichte. Und die Motorsäge haben wir eingeweiht. Lauter tolle Sachen, verstehst du? So, wie dreckig ist denn deine Buchser hier? 16. Wie jetzt? Ja, wasch es wenigstens ein bisschen raus. Das hast du sauber Unterhose an, Bömble. Ist doch auch mal was. Also egal, wir müssen halt auch mal wieder Seife finden. Ich habe alle Seife verbraucht. Ich werde mir ein zweites Set auf jeden Fall jetzt dann langsam richten. Deswegen, das wollte ich nur anzeichnen. Mach mal eine Minute länger. Jetzt habe ich ja mit den Schränken hier angefangen. Ich meine, der steht ziemlich gut. Die Werkbank bleibt auch hier stehen. Kann ich den auch umstellen, wenn ich das will? Jo, den kann ich einfach so umstellen. Weil ich hatte nämlich eigentlich eine Idee und ich war schon ein bisschen traurig, dass ich den Schrank schon gestellt habe. Ich wollte nämlich hier so Raumteile... Okay, man kann den doch nicht verstellen. Ich dachte, den kann man verstellen. Ja, aber egal. Dann probiere ich es hier mit 9. Vielleicht ist der aber auch zu schwer beladen jetzt im Moment, ne? Möglich wäre es. Wer weiß das schon immer. So, Bambi, dann gehen wir mal ganz kurz unten. Also mir gefällt ja der improvisierte Schrank wie Sau, ne? Wie viel kriegst du denn da hin, so, wenn du das so machst? Sie sollten halt nach Möglichkeit nicht rausgucken. Oh, den hast du schön gestellt. Da kriege ich auf jeden Fall einen zweiten noch hin, ne? Ich könnte mir vorstellen, wenn ich die so ganz leicht ineinander mache und den da noch hinmache, dann lappt er da so ein bisschen drüber und du kommst aber trotzdem noch gut durch, ne? Lass mal kurz angucken. Ganz leicht ineinander, dass es ein Bild da gibt. So, das gleiche mache ich von drüben rüber. Das heißt, wir haben dann hier den Schrank, wo wir unsere Munition reinmachen und die Mats für die Munition. Dann haben wir hier so eine Art Waffenschrank für Ausflüge. Da würde ich dann auch ein zweites Klamottenset, Rucksack und so machen und das immer sauber halten. Vielleicht lege ich es aber auch ins Auto. Das heißt, wenn wieder mal was ist, habe ich geschwind dasselbe Inventarplatz an Klamotten zum Wechseln und kann die anderen irgendwann dann waschen, wenn ich Bock habe, ne? So, Leute, was haben die nochmal gekostet? Nägel, Zeugs, ja, die mache ich fertig aufs nächste Mal. Genauso wie diese Wände hier außenrum, dass wir das mal sehen. Dann lass uns jetzt losfahren. Ich gucke nochmal ganz kurz nach, ob ich auch wirklich alles weggeräumt habe. Jetzt bin ich natürlich super vorsichtig. Hier ist nichts draußen. Hier auch nicht. Rucksack habe ich auf. Die Kisten sind im Auto. Ja, alles okay, wir können. Wenn die Anzeige kommt, ich muss jetzt wirklich pinkeln, dann steige ich doch besser kurz aus. Wir sind aber auch gleich da. Wir sind aber auch gleich da. Wie sehr musst du denn pinkeln? Oh ja, Alterle. Fast in die Buchs gegangen. Ah, das nächste große Geschäft bahnt sich an, aber hier ist wieder alles übelst, ne? Hast du gemacht? Gut. Dann fahren wir jetzt. Morgen müssen wir auf jeden Fall tanken. Und wie gesagt, ich würde gerne nochmal zum bisschen besser reinkommen dann. Mit den Waffen vielleicht schon mal eine Polizei machen. Damit ich dann später, wenn wir in so einem Bunker unterwegs sind oder im Militärgelände und da kommt eine Horde, dass ich halt auch entsprechend irgendwas anstellen kann, ne? So, wir sehen uns gleich beim Händler. Ich verkaufe schon mal die Dinge. Wie gesagt, ich habe gerade mal ein paar Masken zusammengesammelt und den Schrott, den wir halt so in den Kisten haben, wo ich mal gucken will, ob ich Geld dafür kriege, weil wir den nicht wirklich brauchen gerade. Ich bin noch mittendrin beim Verkauf. Die Maske, die wir gebaut haben, bringt 152. Also... Ich überlege mir das, ob, wenn ich dran denke mit den Augen. Weil ganz ehrlich, ich kriege so viel Zeugs, wo ich mehr Geld bekomme auf eine andere. Also, ja, liegen lassen müssen wir es nicht, aber wir brauchen auch nicht jeden Cent. Von daher, das muss ich mal überlegen. Sie ist aber auf jeden Fall, vom Preis her ist es okay, ne? So, auf Bank einzahlen habe ich gedrückt. Im Moment haben wir 36. Ein paar Sachen waren auch dabei, die waren schon so kaputt, dass ich kein Geld mehr dafür gekriegt habe. Ich habe sie trotzdem vercheckt. Jetzt müssen wir noch zum Autohändler, zum Militärhändler. Und aufrepariert habe ich in dem heutigen Fall mal nichts. Das war mir jetzt zu müßig. So, die Kiste würde jetzt so... Da ist jetzt nichts mehr drin. Das heißt, die Kiste selber, das lohnt sich auch nicht, dass man Kisten macht. So, Dankeschön.
Wir haben jetzt 3,6 im Moment. Ein bisschen Bargeld habe ich noch einstecken, aber das lohnt sich, glaube ich, nicht umzuwandeln. Nächster Händler wäre der Militärhändler oder der. Gehen wir kurz rüber zum Mechaniker. Machen wir das jetzt auch noch klar. Ja, wir werden wahrscheinlich nicht viel bekommen für das, was ich aufgeschrieben habe. Ich will ja auch ein paar Magazine kaufen, weil ich ja nicht weiß, wann ich die nächsten finde. Ich bräuchte aber eigentlich so 5, 6, 7, ich habe es mal rausgeschrieben, 8. Also 10.000 bräuchte ich für alles, was ich mir jetzt rausgesucht habe. So, mein Freund, dann mache ich die Kiste mal eben hier hin. Wir gucken ihn an, machen die Kiste auf. Das Licht bekommt er. Also hier drin markieren geht nicht, ne? Deswegen schmeiße ich das Zeug raus. Aber guck mal, das hat sich auf jeden Fall gelohnt, ne? Lasse ich auch direkt auf die Bank einzahlen. Ich muss nur gucken, dass ich hier nicht aus Versehen mal das Auto oder so drauf habe, ne? Dann haben wir hier nochmal ein Licht. Was bringt denn die Stoßstange? Ja, gut, die ist auch schon ziemlich kaputt. Der Reifen ist auch recht kaputt. Aber. Ja, war es doch okay. Ich meine. So. Ich überlege gerade, ob ich den Helm verkaufe. Auf der anderen Seite, den hat er jetzt so gerne getragen, ne? Ich mache einen Deal. Wenn er über 400 bringen würde, der Helm, dann verkaufe ich ihn heute. Ansonsten behalte ich den. Weil jetzt hat er ja seinen Partyhut, hat er gesagt, ne? Nebelblättet war es hier schon. Wie viel hast du jetzt? Oh, aber 6.000 haben wir. Hätte ich jetzt die Waffen noch, die durch meinen Scheiß Auslocken verursacht, weg sind, aber hätte Fahrradkette, ne? Bringt uns jetzt auch nichts drüber nachdenken. Einmal ordentlich Autoteile einsammeln, zukünftig. Schmeiß mal hinten rein. Ich guck mal, dass ich morgen so zwei, drei Kisten noch baue, vielleicht zwei. Dann könnten wir nämlich theoretisch die Kisten immer füllen, wenn wir looten gehen. Und alles außenrum an Space, was noch ist, ist für die Autoersatzteile, ne? So, Bömpchen, jetzt frage ich mich gerade. Ich glaube, der war da hinten irgendwo. Bömbi! Was habe ich? Das sind die Momente, wenn ich immer versuche, kurz cool hier hintere zu fahren. Weißt du? So sieht es dann aus. Bömbi! Ach, Digga. Du bist halt auf eine andere Art cool, Bömble. Alles gut. So hätte das jetzt aussehen sollen in einem Rutsch, ne? Sag ich übe das nochmal. Irgendwann überrasche ich euch damit, wie ich hier reinkomme, oder? Ach, wie gut. Licht hast du aus? Das wenigstens von der Tür her hat es gereicht. Da bin ich schon mal ganz stolz auf. So, jetzt bloß nicht deine Shotgun verkaufen, sonst hast du die auch noch weg. Und ab dafür, rein zum Kolleg. Ja, normalerweise könnte man sich einen schönen großen Rucksack richten, alles reinschmeißen, dann den Rucksack auf, rein, anklicken. Aber, jo, bin ja froh, dass ich es irgendwie hinkriege, dass es überhaupt was wird. Okay, der Inhalt von diesem Ding ist um die 900, ne, wenn ich es richtig sehe. Ja, Skalpell bringt 10, der bringt 200. Ah, den verkaufe ich jetzt. Dann behältst du den hier. War Bömble. Der bringt ja einen Haufen Knete. Nichts Auto. Boah. Nichts Auto. Habe ich es abgewählt? Ich guck. Die da brauche ich auch nicht. Es kommt alles weg. Man kann das zwar reparieren, aber ihr kennt mich ja. Ah, hier die Parksensoren nimmt der auch. So, auf Bank einzahlen ist noch ausgewählt. Tschüss. Dann sind wir schon mal bei 7. Und beim richtigen Händler, ne? Den da ziehe ich auch nicht an. So. Immerhin, ich meine, kurz mal auf 8.000. Guck mal, was die Waffe bringt. Das, ja, egal, ist jetzt eh schon rum, ne? So, Leute, jetzt kommt der große Moment. Warte, ich räume das erstmal kurz weg. Jetzt kommt der große Moment. Der Waffenexperte kauft ein. Was ich mir gar nicht vorstellen kann, deswegen will ich es probieren, ist für die Shotgun der Aufsatz. Also es gibt natürlich Red Dot und so, aber probieren wir erstmal dann so. Bevor ich mir Red Dot kaufe, die habe ich jetzt nicht auf der Liste. Und zwar habe ich mir rausgeschrieben für die Shotgun den Suppressor. Ich kann mir nicht vorstellen. Fernkampfwaffen, Munition, Magazine, Waffenzubehör. Boah, das ist alles gesperrt noch. Es kann doch nicht wahr sein, oder? Der M9 Schalldämpfer, das ist genau der, den ich nicht brauche. Doch, den M9 Suppressor habe ich auch aufgeschrieben. Den braucht man für die Handfeuerwaffe. Ich lege den schon mal in den Warenkorb. Ja, aber den.
auf. Kaliber 12 Schalldämpfer. Ich glaube, das ist dann der, den ich gemeint habe. Wie viele Ruhmespunkte fehlen uns dafür? Noch einer. Dann guck mal da morgen noch mal rein. Dann mache ich hier den Ruhmespunkt kurz klar. Aber den M9 habe ich sowieso aufgeschrieben für die Handfeuerwaffe, weil dann sind wir nicht so laut. Dann habe ich gedacht, dass wir uns mal versuchen, ein M9. Ah ja, M9 ist halt das Erste, ne? Die M9 Taschenlampe, die würde ich gern probieren. Und dann hatte ich noch Magazine im Kopf für die Waffe, die wir haben. Da will ich auch mal kurz gucken. Ist das auch bei Zubehör drin? Visiere, Köcher, Schienen. Das muss woanders sein. Hier sind sie, Magazine. Und wir haben die HSSF9, glaube ich, gell? HSSF9. Ein Magazin habe ich. Ne? Ein Magazin habe ich. Ich würde noch ein Magazin mitnehmen oder zwei besser. HSSF9. Damit hätte ich aber jetzt alles gekauft, was ich gerne kaufen würde für die. Guns come unloaded. Security reasons. Obviously. Damit hätte ich alles gekauft, was ich kaufen wollte für die Handfeuerwaffe. Das machen wir jetzt mal auf jeden Fall. So. Und dann hatte ich aber noch die Idee für diese andere, für die, ich sage jetzt schon Uzi, zu unserer, lass mich überlegen, ob ich es nochmal hinkriege. Was war das? Eine MP9K, ne? Wo ist denn die? Ah, da oben liegt sie. MP95. MP5K. So. Die ist ohne diesen Schaft, ne? Der Waffentyp. Okay, pass auf, für die habe ich ja verschiedene Aufsitzer, die kommen wir jetzt allerdings wahrscheinlich noch nicht dran. Da gab es unter anderem, aber das Zielfernrohr sind wir bei 150 noch super weit weg. Da habe ich, da brauche ich aber eine Schiene, glaube ich, ne? Diese Short Rail Geschichte. Wo finde ich denn die? Hier. Bogenstabilisator. MP5 Schiene. Ist auch noch nicht frei. Da ist die drin, glaube ich. Oder das ist dann die, die ich bräuchte. Beziehungsweise es gibt auch die improvisierte. Auf die kriege ich auch Sachen drauf, glaube ich, aber da kenne ich mich schon wieder nicht aus. Ne? Okay, Leute, das war's. Wir haben nicht die Punkte dafür, aber ich muss noch warten. Dann kann ich ja mal die jetzt montieren. Ne? Dankeschön. Dann kann ich ja die nochmal jetzt mal montieren hier. Nimm die mal in die Hand. So. Du hast für die jetzt gekauft den Schalldämpfer und die Taschenlampe. Das ist gut. Und dann die Magazine, aber die sind jetzt im Moment noch leer, da muss ich dann daheim. Ne, aber wir haben jetzt drei Magazine, da können wir dann auch schön hintereinander wegbollern. Ich weiß halt nicht, ob der Suppressor, das Ding, ob das was bringt hier für die Waffe. Ich warte eigentlich die ganze Zeit, dass jetzt der eine Punkt plötzlich kommt, ne, oben. Leute, erstes Mal, dass wir gemeinsam was aufgewertet haben, waffentechnisch. Lass sie mal kurz angucken. Lass sie mal kurz angucken, Bömble. Wo ist denn die Lampe? Dann montiert er so eine Waffe. Ach, da. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, aber wie kriege ich die jetzt an? Soll angeblich mit Shift-E gehen oder indem man drauf drückt. Ne? Also indem du hier einschaltest. Dann habe ich gesehen, das ist grau unterlegt. Jetzt habe ich mal Batterie gekauft, spaßhalber. Und siehe da. Boom. Junge, die nehmen es ganz genau, gell? Die nehmen es halt ganz, ganz genau. Okay, Brother Rounds, Baby. Jetzt pass auf. Jetzt muss ich sie nochmal ganz kurz in die Hand nehmen. Das dann habe ich noch ein Tier, das habe ich auch. Dann pass auf. Ich muss aber trotz, dass im Halfter ist, noch in den Schnellzugriff übernehmen. Ne? So, ich ziehe meine Waffe. Ich will was sehen. Shift-E. Tatsächlich mit Shift-E geht's. So, und hier kann ich jetzt einfach mit einem Rechtsklick in die Perspektive. Shift-E. Bam. Wo würde ich denn sehen, wie viel Licht ich noch drauf habe? Time until empty. Ist ja der Hammer. Ist ja der Hammer, dass es so genau anzeigt. Leute, ist gut. So, dann verabschiede ich mich für heute. Ich habe jetzt noch 5000, was ich jetzt noch kurz mache. Ich gehe jetzt nochmal den Stapel vorne durch. Ne, da, wo ich ein paar Autoersatzteile gefunden habe, finde ich noch was. Warte, bis der 150. Punkt da ist. Und dann gehen wir morgen nochmal zum Waffenhändler, holen die Reste, solange es Geld reicht. So 2000 hebe ich mal auf.
Und dann gehen wir raus hier und gucken. Nächste Polizei, nächster Loot-Drop. Und dann gehen wir mal vorne bei unserem Bunker vielleicht ein bisschen stöbern. Könnte mir vorstellen, dass wir da richtig gute Sachen rausholen. So, Leute. Schöne Runde. Ein bisschen weitergekommen sind wir auch wieder. Essen, trinken. Ja, passt alles. Siehst du hier, die da zum Beispiel, die bringen halt jetzt nicht viel. Rucksack habe ich noch. Die Kiste habe ich auch noch. Alles gut. So, bis morgen.